Den 65er Thunderbird. Lenkrad haben wir jetzt nach rechts geschoben, dass ich mit meinem dicken Bauch besser einsteigen kann. Muss dann einrasten. Auspuff bläst ein bisschen an der Krümmerdichtung. Kaputte Antenne, aber der Radio gibt noch Geräusche von sich. Die Innenbeleuchtung funktioniert. Warnblinker funktioniert. Jetzt habe ich noch nicht rausgefunden, was es ist. Und der Scheibenwischer funktioniert manchmal auch. Schalter im Moment an. Kraftverstärker. Der baut zu wenig Unterdruck auf. Edelkopfvergaser. Hier auch alles noch im Erstlack. Lichter funktionieren, Blinker nur teilweise. Innenausstattung ist noch die originale. Im Lauf, also alles noch vom Werk. Das Auto soll knapp 100.000 Meilen gelaufen sein. Nachweis ist natürlich keiner da. Und man kann was draus machen oder fahren hier.